Das Hauptinteresse der Großmutter lag aber nach wie vor bei der kleinen Sophie, da sie über das Neugeborene noch nicht viel zu berichten wusste. Unsere liebe Kleine isst nun mit Passion Biskotten. Vorletzten Sonntag gab ihr Sisi ein Stückchen, das sie gleich in den Mund nahm. Rasch wandte sie sich aber wieder zu ihrer Mutter zurück und gab ihr mit dem Ausdruck innigster Zärtlichkeit einen Kuss und ebenso ihrem Vater, als er sie auf dem Arm haltend ihr ein zweites Stückchen gab. Letzten Sonntag verspeiste sie eine ganze Biskotte, deren eines Ende sie fest an ihre rechte Wange hielt, während sie das andere behaglich in den Mund stopfte. Schönbrunn, 18.06.1856. Eine historische Sensation über die Erfolge des Kaiserpaares während der Italienreise. Schon 2 Monate nach der Geburt ihrer Tochter Gisela unternahm Kaiserin Elisabeth mit ihrem Ehemann eine mehrwöchige Reise in den Süden der Monarchie. Erzherzogin Sophie, die sich über die rasche Wiederherstellung Elisabeths freute, schrieb: Von Franzi erhielt ich heute früh telegrafisch die frohe Nachricht, dass der Ausflug von Klagenfurt nach Heiligenblut von schönem Wetter begünstigt war. Bis Klagenfurt, wo er mit Sisi den 4. zubrachte, war leider das Wetter sehr schlecht. Alle Nachrichten sind betäubend und versetzen mich lebhaft 31 Jahre zurück in die Repräsentationsreise, die Papa und ich mit dem seligen Kaiser Franz durch Oberitalien machten und die so ermüdend und aufreibend war. Gerade so ergeht es jetzt meinen armen Kindern und es beweist für Sisis gute Gesundheit, dass sie nicht unter dieser Hitze und Ermüdung leidet. Sie soll wohl blass sein, ihre Schönheit und anmutvolle Erscheinung erhöht durch eine unermüdliche Freundlichkeit, wohl sehr verdienstlich bei dieser unaufhörlichen Repräsentation, werden sehr bewundert.